herzlich willkommen zu meinem Vortrag von Hate Speech zu misogynem Terror. Ich spreche über die Schattenseiten feministischen Engagements. Genau, ganz wichtig, ich möchte eine Triggerwarnung vorausstellen. Es geht um tätliche und sprachliche Gewalt, besonders gegen Frauen. Und das will ich vorher gesagt haben für die Leute, die da nicht so gut mit klarkommen. Ich fange an mit einem kleinen Einstieg über Antifeminismus. Oh Wunder. Die antifeministische Männerrechtsbewegung. AntifeministInnen sind grob gesagt, oh Wunder, Menschen, die Feminismus ablehnen. Laut einer Studie des Böll-Instituts kann man die so grob in zwei Gruppen unterteilen. Das habe ich versucht, hier ein bisschen aufzuschlüsseln. Es gibt die, die rechtspopulistisch sind, nationalistisch, rassistisch, frauenfeindlich, homophob. Das sind die, die man ganz gut an ihrer Sprache erkennt, die sehr kriegerisch ist, sowas wie Kreuzzug gegen Feminismus, Kampf, Ausrotten und so weiter. Die haben auch ein sehr kriegerisches Männerbild. Und das sind oft die, die Anders Breivik, auf den ich nachher noch eingehe, den Massenmörder aus Norwegen, so als ihre Ikone verstehen oder ja, den irgendwie gut finden. Und die zweite Gruppe sind so grob die, die den Staat verteufeln, den Staat als insgesamt die Gleichstellungspolitik als staatliche Bevormundung empfinden. Und da gibt es auch so ein paar noch extremere Leute, die nicht nur konservativ sind, sondern zurück wollen, nämlich zur Abschaffung des Frauenwahlrechts, zur Wiedereinführung des Familienoberhaupts, also 100 Jahre in die Vergangenheit. Und was neu ist beim Antifeminismus, also beim aktuellen Antifeminismus, ist, früher wurde der Mann nur als das übergeordnete Geschlecht verstanden und deswegen ist es eine natürliche Ordnung, dass Frauen nicht feministisch zu sein haben, sondern zu Hause sind. Und das neue Bild ist unter anderem auch, dass die Männer die Opfer der feministischen Weltverschwörung sind. Viel mehr als das möchte ich dazu nicht sagen. Es gibt sehr unterschiedliche Kanäle, auf denen AntifeministInnen sich miteinander vernetzen. Was ich noch voraussetzen wollte, ist, dass es zwar diese unterschiedlichen, leicht abweichenden Ideologien gibt, aber dass sie alle eng miteinander zusammenarbeiten, ineinander übergehen und dann doch auch viele Gemeinsamkeiten haben, unter anderem eben, dass sie die staatliche Gleichberechtigung, die ja im Grundgesetz verankert ist, als solche ablehnen. Und es gibt seit einigen Jahren den Versuch, dass diese teilweise als Einzelpersonen agierenden Menschen sich zu einer sozialen Bewegung zusammenfinden. Das passiert eben auf unterschiedlichen Wegen. Ja, der deutsche Antifeminismus ist halt sehr deutsch, also gibt es Vereine. Sowas wie Mandat oder Agens, falls sie euch was sagen, die gibt es schon ein paar Jahre länger. Aber Antifeminismus findet sich auch im Feuilleton größerer und kleinerer Zeitungen, auf Talkshow-Sesseln bei Günther Jauch und eben auch im Internet. Natürlich gibt es auch Antifeminismus in Parteien, in denen die eher konservativ und rechtsoffen sind. Ich nenne keine Namen, das ist ja oft nicht so ganz gut zu unterscheiden. Ich komme auf die AntifeministInnen, die sich im Netz zusammenfinden. Die finden sich auf Foren, auf Blogs, in sozialen Netzwerken, alle Kanäle, die es so gibt, um sich eben miteinander zu vernetzen und zusammenzufinden. So wie es Netzfeminismus gibt, gibt es quasi Netzantifeminismus. Und all diese Leute gemeinsam haben eine sehr von Hass geprägte Sprache, Hasspropaganda oder Hate Speech. Und das beinhaltet hauptsächlich, dass sie keine Ahnung vom Feminismus haben und so ein Feindbild stilisieren und von Männerhass sprechen, der nicht so viel mit der Realität zu tun hat. Und vielfach werden Einzelpersonen rausgegriffen, diffamiert, beleidigt und so weiter. Und darauf gehe ich eben als nächstes ein. Und wollte eben was zu Hate Speech sagen, was ich mit hasserfüllter Sprache übersetzen würde oder auch Hasspropaganda, Hasssprache, wie auch immer. Gemeint sind Beleidigungen, Bedrohungen, Abwertungen, die sich gegen eine bestimmte Person oder Gruppe wenden. Also es ist nichts, was der Antifeminismus für sich gepachtet hat. Und Hate Speech ist dazu da, von Inhalten abzulenken. Also es soll nicht um Inhalte gehen, es geht nicht um Kritik oder freie Meinungsäußerung, sondern eben einfach um Abwertung von Menschen oder Menschengruppen. Und das trifft vielfach Leute, die sich öffentlich äußern, wobei öffentlich natürlich in der heutigen Zeit auch heißt, zum Beispiel die Leute, die einen Blog führen oder Leute, die Vorträge halten. Man muss dafür nicht im Fernsehen auftreten. Und
ganz gute Beispiele für Hate Speech findet man zum Beispiel, wenn man sich mit den Demonstrationen, die in Baden-Württemberg dieses Jahr vielfach stattgefunden hat, auseinandersetzt, die sehr trans- und homophob waren oder sind und die sich gegen das neue Bildungsgesetz richten, eben ein bisschen mehr als die Heteronorm zu lehren. Und da wird auch ganz krasse Hasspropaganda angewendet. Google-Bildersuche hilft da weiter. Genau, Hate Speech gegen Netzfeministinnen findet sich natürlich vielfach auf Twitter, in Menschens, aber auch in Non-Menschens, Nachrichten auf Facebook, E-Mails, Blog-Kommentare oder selbst eingerichtete Blogs, Blogartikel, übers Netz hinaus anonyme Anrufe, anonyme SMS, aber auch irgendwie Bilder, die genommen und verunstaltet werden, YouTube-Videos. Es gibt da natürlich vielfach Möglichkeiten. Und ja, immer wieder wird der Versuch gestartet, das Ganze zu so medialen Schmutzkampagnen auszuschlachten oder zu vergrößern. Das heißt auf Twitter zum Beispiel, dass dann Leute, die irgendwie mehr Öffentlichkeit haben, aufmerksam gemacht werden sollen. Also JournalistInnen zum Beispiel, aber auch Bundesvorstände von diversen Parteien oder Abgeordnete und so weiter, um zu sagen, hier, ihr müsst doch mal was gegen dieses Problem mit dem Feminismus tun. Und es ist der Versuch, so ein bisschen Medienaufmerksamkeit zu erlangen. Bisher funktioniert das nicht großartig, aber eben auch. Also manche Leute steigen darauf ein, nenne mal Christian Ulmen zum Beispiel, der sich dann auch irgendwie öffentlich beteiligt an, ja, an Hasspropaganda gegen einzelne Personen oder gegen den Feminismus, was auch immer das sein mag. Ja, inhaltlich zusammenfassen kann man das ganz gut mit Vergewaltigungsandrohungen, Todeswünsche gegen die Protagonistinnen selbst, gegen die Kinder, gegen Familienmitglieder und so weiter. Urteile über das Sexualleben oder das angebliche Sexualleben, über Körper, Verunglimpfung beruflicher, studentischer Leistungen, was bei Frauen immer gerne gemacht wird, und die Verbindung zwischen Feminismus und Faschismus, was ein sehr perfider Schachzug ist, wenn man bedenkt, dass Antifeminismus selbst aus der rechten Ecke kommt, vielfach, und die versuchen eben den Feminismus als Faschismus darstellen zu wollen. Und ja, die meisten von euch kennen vielleicht Anita Sarkeesian, eine Kulturwissenschaftlerin, Feministin aus den USA, die auf YouTube bekannt wurde mit Videos, in denen sie sich mit Popkultur auseinandergesetzt hat, also Filme, Serien, Computerspiele aus feministischer Sicht, und die zwischendurch Bombendrohungen bekommen hat und das Haus verlassen musste, die auch ihre Eltern bitten musste, dass sie sich einen anderen Unterschlupf suchen, weil es einfach zu gefährlich im eigenen Haus war. Einfach nur, weil sie YouTube-Videos gedreht hat, die irgendwie keine Menschen beleidigen, sondern was mit Kulturwissenschaft zu tun haben. Genau, ich glaube, dazu habe ich eine Folie. Genau. Was ich noch dazu sagen wollte, ist genau, vielfach kommt diese Hate Speech von Männern, aber auch von Frauen, so ist es ja nicht. Da muss man aber vorsichtig sein, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, es ist das Internet, die nehmen andere Identitäten an, und der Versuch, Feminismus zu diskreditieren, dadurch, dass man weibliche Identitäten annimmt, weil das angeblich Argumente irgendwie weiter unterwandert und sagt, hier, ihr könnt nicht für Frauen sprechen, weil Frauen sind gegen euch, ist ein bisschen schwierig, weil es stellt sich eben dann schon mal heraus, dass diese Frauen eben doch Männer sind. Also ist das schwierig, darüber eine Aussage zu treffen. Und genau, auf der Folie habe ich zusammengefasst, worunter oder unter welche, wie mit Juradeutsch auszudrücken ist, was die meisten Leute so als Cybermobbing bezeichnen. Ich finde den Begriff sehr schwierig, weil er eigentlich sehr gut aussagt, dass die Leute, die ihn benutzen, noch nicht so oft im Internet waren. Also Kritik am Begriff Cyber spare ich mir jetzt mal hier, aber ihr könnt euch ungefähr vorstellen, was ich meine. Es geht um Beleidigung, um üble Nachrede, Verleumdung, Bedrohung, Nachstellung, also Stalking, Verletzung des Rechts am eigenen Bild und so weiter, je nach Einzelfall. Das ist theoretisch die juristische Lage. Praktisch ist es so, dass in der deutschen Justiz das mit dem Internet noch nicht so gut angekommen ist. Gewalt, die im Netz stattfindet, wird nicht als echte Gewalt empfunden, und Dinge, wenn sie zur Anzeige gebracht werden, haben eben oft keinen Erfolg, weil die Sachen fallen gelassen werden und es da eben zu keinen Folgen für die TäterInnen kommt. Ja, was eben vielfach daran liegt, dass du auch schon keine Anwältin findest, die sich irgendwie mit dem Internet auskennen und die wissen, wie Plattformen funktionieren und so weiter. Und das heißt, es gibt eigentlich juristische Handhabe, aber das ist praktisch nicht wirklich durchführbar. Genau. Die
Ziele dieser Hasspropaganda sind, wie ich am Anfang schon gesagt habe, nicht irgendwelche Leute von Meinungen zu überzeugen. Ich habe dazu ein Zitat aus dieser Böll-Studie, die ich eben schon angesprochen habe. Das Ziel ist der absolute Sieg, die Identität des Gegenübers oder sogar die Person soll zerstört werden. Das finde ich sehr alarmierend, aber eben auch sehr eindeutig. Also mit Meinungsfreiheit kann man da nicht kommen, sondern es geht eben um was ganz anderes. Ja, genau. Also Hate Speech möchte die Leute, die sie ausführen, als überlegen darstellen und so eine Dichotomie aufstellen zwischen uns und denen. Also so, der Feminismus ist eine böse Ideologie und wir sind die, die es verstanden haben und erzählen euch jetzt, wie es wirklich funktioniert. Und es soll so ein bisschen das Gefühl aufkommen, dass Feministinnen in der Unterzahl sind, moralisch unterlegen, keine Rückendeckung haben, wenn man halt so unter Feuer steht sozusagen. Und das Ziel ist letztlich, Frauen, Feministinnen aus dem Internet zu vertreiben, zurückzutreiben auf den Platz, der dir als Frau in der Gesellschaft zusteht, zu Hause. Und da wird großer Aufwand betrieben, feministische Netzwerke zu zerstören. Und ja, Hate Speech soll eben die einzelnen politischen Akteurinnen isolieren und von der Bewegung abspalten. Weil, wie ich vermute, das machen feministische Netzwerke MaskulistInnen Angst. Anders kann ich es mir nicht erklären. Ich habe Anfang des Jahres einen Artikel in der Taz gelesen von Margarete Stokowski. Die hat so ein Jahr Aufschrei geschrieben und hat geschrieben, eine Frau, die glaubt, ein unglücklicher Einzelfall zu sein, wird keine Revolte starten. Das heißt, einzelne Frauen zu isolieren, bedeutet eben, die Bewegung zu zersetzen und zu zerstören. Und die Angst vor der Revolte, also vor Veränderung, Stürzung patriarchaler Strukturen und so weiter, ist eben das macht den Leuten, die jetzt in einer Gesellschaft privilegiert sind, Angst und löst dann eben solche unverhältnismäßigen Gegenreaktionen aus. Und ja, was bedeutet das für die einzelne Person, die da unter Feuer steht, aber auch so für uns als Gesellschaft? Ich komme da erstmal mit so ein paar langweiligen Zahlen um die Ecke, weil ich sie wichtig finde. 11% aller Frauen in der EU wurden Opfer von Online-Belästigung. In meiner Altersgruppe, 18 bis 29, sind das 20% aller Frauen. Das kann man sich mal ausrechnen, das ist relativ viel. 9 Millionen Frauen EU-weit sind von Stalking betroffen. Das kommt alles aus einer Studie, die Anfang des Jahres herausgekommen ist. Und es gibt auch eine neue Studie zu Mobbing und Cybermobbing extra bei Erwachsenen, was hier nochmal ein Spezialthema ist, und die hat herausgefunden, dass für Frauen das Risiko 1,5 Mal höher ist, zum Mobbingopfer zu werden als für Männer. Und jedes 10. Mobbingopfer, sie wurden befragt, stuft sich selbst als suizidgefährdet ein. Etwa die Hälfte berichtet von gesundheitlichen Folgen, Depressionen. Es gibt höhere Krankheitstage für Leute, die Mobbing ausgesetzt sind. Und ja, da kann man sich ungefähr ausrechnen, was da passiert. Und Katrin Ganz hat einen Artikel zu feministischer Netzpolitik geschrieben und hat da gesagt, dass Online-Harassment eine neue Form struktureller Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist, also zu normaler Gewalt und normaler Unterdrückung, die wir eh schon irgendwie seit Jahrtausenden haben, kommt jetzt eine neue Sphäre dazu, und die ist eben das Internet. Und da passieren eben solche Dinge, von denen ich eben gesprochen habe. Und ja, das lässt sich zusammenfassen damit, dass, ach genau, das ist das Zitat, dass feministisches Engagement eben auch bedeutet, sich Beleidigungen auszusetzen, Bedrohungen zu bekommen, Rufschädigung, Schmutzkampagne, Verlust von Privatsphäre, das mit der Schere im Kopf, wovon in Überwachungsdiskursen so gerne gesprochen wird, ist genau das, was passiert, wenn du den ganzen Tag unter Feuer stehst. Darüber rede ich morgen nochmal genauer. Und ja, Stalking, Traumatisierung oder Retraumatisierung und auch körperliche Gewalt sind die Folgen von feministischem Engagement, muss man leider so ausdrücken. Und genau, auf den Faktor körperliche Gewalt gehe ich als nächstes noch ein. Ach genau, was das alles zeigt, ist wenig verwunderlich. Im Internet gibt es die gleichen Strukturen wie sonst auch überall. Es gibt Diskriminierung, es gibt Ausgrenzung, und für Frauen ist eben das Risiko besonders hoch, sich Hate Speech oder eben Cybermobbing auszusetzen. Und das bedeutet in der Folge, dass Debatten gebremst werden, nicht mehr stattfinden können, weil eben eine Gruppe von Diskutierenden systematisch herausgedrängt wird. Das bedeutet, dass am Ende wieder der weiße Heteromann derjenige ist, der am gefahrlosesten Politik machen kann, weil die Folgen einfach am geringsten sind. Und
das kann eigentlich nicht sein. Und ja, wie ich eben schon angedeutet habe, diese Hasspropaganda, die mit Worten oder mit Bildern stattfindet, kann auch der Anfang von tätlicher Gewalt sein. Und darauf werde ich als nächstes eingehen, nämlich auf den misogynen Terror. Und da habe ich ein paar Beispiele herausgegriffen, die werden jetzt leider ein bisschen expliziter. Das erste Beispiel ist vielleicht einigen noch in Erinnerung. Das ist Elliot Rodger. Das ist eine Geschichte, die diesen Sommer passiert ist. Es war ein, ich glaube, 22-jähriger US-Amerikaner, der zum mehrfachen Mörder geworden ist. Der ist erst in seiner WG, hatte seine Mitbewohner umgebracht und ist dann vor eine Studentinnenverbindung gezogen und hat dort diverse Leute getötet. Ich habe gleich keine Zahl. Und natürlich viele Menschen schwer verletzt. Und das ist durch amerikanische Medien durchaus so gegangen, wie es hier in diesem Artikel steht, dass er Mitglied der Männerrechtsbewegung war. Das ist in deutschen Medien gar nicht so rezipiert worden. Das ist dann irgendein Amokläufer. Bei Elliot Rodgers muss dazu gesagt werden, dass er ein über 100 Seiten langes Manifest hinterlassen hat online. Verschiedene YouTube-Videos, die ich glaube auch jetzt noch findbar sind, wenn man das dringend möchte. Und in diesen Videos spricht er davon, dass er Frauen leiden sehen möchte, hat das auch explizit ausgeführt, auf welche Art und Weise er da gerne Gewalt ausüben möchte. Und er ist einer von diesen Nice Guys, von diesen netten Jungs, die einfach keine Frau abkriegen und der sich so als wahnsinniges Opfer von Frauen im Allgemeinen stilisiert und meint, wenn er keine Aufmerksamkeit bekommt, hat er das Recht, sich an Frauen systematisch zu rächen. Und deswegen hat er diese Taten begangen, die ich eben schon beschrieben habe. Ein anderer Fall ist Anders Breivik, den ich am Anfang schon mal angesprochen habe, der vielen von uns als Rechtsradikaler, als Islamhasser bekannt ist und in der deutschen Presse nicht wirklich oder gar nicht auch als Antifeminist und misogyner Täter aufgetreten ist. Ja, Anders Breivik ist es der Norweger gewesen, der auf Utøya Jugendlichen erschossen hat und ja, diverse Opfer hervorgebracht hat. Und er hat genauso wie Elliot Rodger im Vorfeld ein Manifest geschrieben, das glaube ich noch länger ist, und hat auch diverse Videos gedreht, die auf YouTube gestellt. Und ich zitiere, Moment, hat so schöne Sachen gesagt wie: Das Schicksal der europäischen Zivilisation hängt davon ab, wie standhaft europäische Männer dem politisch korrekten Feminismus widerstehen. Ich würde sagen, die Motivlage ist sehr eindeutig. Er sprach von Kriegsführung gegen den europäischen Mann. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, Kriegsrhetorik. Und Männer würden in Europa feminisiert werden und Europa selbst wäre eine Frau geworden, die sich, Zitat, der Vergewaltigung fügt, statt Widerstand zu leisten. Und mit Vergewaltigung meint er Einwanderung sogenannter fremder Kulturen und er meint den Islam. Und er ist eben bekannt geworden als Islamhasser, aber komischerweise sind all diese antifeministischen Thesen, die er deutlich geäußert hat, unter den Tisch gefallen. Zu Elliot Rodgers muss man noch nachtragen, diese Videos waren online und da hat auch irgendwann die Polizei vor der Tür gestanden und hat mal gefragt, was denn da los ist und hat festgestellt, ach, das ist ein ganz netter Junge und dann sind sie wieder nach Hause gefahren und danach haben diese Morde stattgefunden. Also so viel auch, wie sehr die Justiz, nicht nur in Deutschland, Gewalt im Internet nicht ernst nimmt und nicht versteht und nicht handelt. Zurück zu Anders Breivik. Seine Mutter war angeblich Feministin. Das habe ihn angeblich sehr geprägt. Ich habe letztens noch einen Text gesehen, wo der Vater der Mutter die Schuld gibt an den Taten des Sohnes, weil sie das Sorgerecht bekommen hat, also die Eltern sind geschieden. Und wenn man das liest, das ist so diese klassische Leidensgeschichte, die auch deutsche Antifeministen immer wieder erzählen, also dieses zum Opfer geworden oder verloren in einer einzigen Debatte gegen eine Frau und dann so dann nimmt das diese Ausmaße an Gewalt an. Ja, Anders Breivik hat 77 Leute getötet und es gibt Aussagen von Überlebenden, die sagen, er hat sich zuerst die Mädchen ausgesucht und wie es so schön heißt, die schönen Mädchen, was auch immer das heißen mag, und hat die gezielt zuerst erschossen. Spricht eine sehr deutliche Sprache. Ich habe dann noch ein deutsches Beispiel, was vielleicht einige von euch verwundern wird, der Amokläufer von Winnenden aus 2009, Tim K., Tim Kretschmer, ein 17-Jähriger, der in seine Schule ging und dort Menschen getötet hat, hat eine Debatte über Gewalt in Computerspielen, also Killerspiele, Waffenbesitz in Familien, wie leicht Jugendliche Zugang dazu haben, ausgelöst. Eine wichtige Debatte, aber eben nicht die einzige, die geführt werden muss, weil Tim Kretschmer hat 12 Menschen getötet, 11 davon waren weiblich.
Schülerinnen und Lehrerinnen. Und es gab den Versuch von Feministinnen, also namentlich von Luise Pusch, einer feministischen Sprachwissenschaftlerin, die gesagt hat, ihr müsst mal darauf achten, dass das kein Amokläufer ist, der irgendwo hingegangen ist und wild um sich geschossen hat. Der hat gezielt mit Kopfschüssen seine Opfer getötet. Das heißt, der hat sich das ausgesucht, wen er umbringt. Und das heißt, 11 von 12 Opfern weiblich ist kein Zufall. Es gab auch den Versuch, nachzuweisen, dass er irgendwie frauenfeindliche Tendenzen hat. Also ich erinnere nochmal, das ist ein 17-Jähriger, dass der schon frauenfeindliche Tendenzen hat. Diesen einzigen Versuch, den es gab, der war sehr unseriös, will ich mal sagen, hat zu tun mit angeblich gewaltvollem Pornokonsum. Und darüber wurde dann die Verbindung hergestellt, deswegen hasst er irgendwie Frauen. Da haben alle Leute gesagt, so, nee, das ist irgendwie so an den Haaren herbeigezogen, das lassen wir wieder fallen, und haben danach einfach nie wieder über seine misogynen Motive gesprochen. Was ich für einen fatalen Fehler halte, wenn man sich diese Zahlen anschaut. Mir war das, bis ich das recherchiert habe, auch nicht bewusst. Was eben auffällt an diesen Taten ist, wenn der Täter zum Beispiel gewaltvolle Spiele gespielt hat oder auch wenn die TäterInnen muslimisch sind, löst es immer Grundsatzdebatten aus. Ob alle Muslime irgendwie gewalttätig sind, ob Killerspiele die Jugend versauen und so weiter. Dass diese Täter männlich sind und antifeministische Tendenzen zeigen und gewaltvolle Sprache, gewaltvolle Taten gegen Frauen verwenden, löst keine Grundsatzdebatte aus. Ich kann mir denken, warum, weil es würde unsere Gesellschaft in den Grundfesten erschüttern, weil das ist halt keine angenehme Diskussion, die dann zu führen wäre. Ich habe die nächste Folie mal großspurig Forderungen genannt, weil ich versuche mal zusammenzufassen. Also Feministinnen überall auf der Welt, nicht nur in Deutschland, schlagen sich tagtäglich mit gewaltvoller Sprache herum, mit Hasspropaganda, mit Drohungen, Mord, Vergewaltigungsdrohung, alles, was ich aufgezählt habe. Und das wird nicht als Gewalt eingestuft. Ich finde es deswegen wichtig, gerade als Netzbewegung, wo ja einige sich so verstehen, Online-Gewalt stärker als Gewalt zu labeln und auch so wahrzunehmen. Weil Leute, die sich im Internet verlieben, da wird auch nicht gesagt, das ist nicht real. Aber Leute, die im Internet Morddrohungen machen, das wird nicht ernst genommen. Das halte ich für wichtig, das zu ändern und das auf die Agenda von Leuten, die sich im Netz bewegen, zu schreiben. Dann ist es definitiv wichtig, gewisse Gesetze zu reformieren. Es gibt jetzt ein ganz neues Buch von Mary Scherpe über Stalking, wo sie von ihren eigenen Stalking-Erfahrungen schreibt. Das ist sehr nah dran an dem, was ich hier geschrieben habe. Ich habe mich sehr darin wiedergefunden. Und sie ruft unter anderem auch dazu auf, den Stalking-Paragraphen zu reformieren, weil da sind sehr große Lücken drin. Es ist derzeit nur Stalking, wenn du nachweisen kannst, dass du davon Folgeschäden hast. Stalking an sich ist nicht strafbar, sondern nur, wenn es ein Ergebnis hat. Das heißt, unter anderem der Paragraph, aber auch einige andere könnten mal überarbeitet werden. Die Justiz müsste sich auseinandersetzen, was ist eigentlich das Internet und wie gehen wir da in Zukunft vor, weil das wird ja nicht weniger. Und ganz wichtig eben, Misogynie als Motiv für Gewalt ernst zu nehmen und es zu sehen, dass es da ist und darüber zu diskutieren, weil nicht anders können wir Gefahren einschränken und letztlich Straftaten verhindern. Es kann nicht sein, dass die Polizei zu so jemandem hinfährt und sagt, naja, fahre ich wieder nach Hause, weil wir sehen ja, was da passiert. Es gibt eben eine nicht geringe Anzahl von Morden, von Gewalttaten, die stattfinden, von Leuten, die vorher auf verschiedenen Online-Kanälen genau solche Sachen angekündigt, detailliert beschrieben haben. Und das wird jetzt so mit so einem Schulterzucken derzeit drüber hinweggesehen. Ne? Don't feed the trolls, liest das doch nicht, ignoriere das, ja, bis der bei mir vor der Haustür steht. Und es kann eigentlich nicht sein, dass erst was passiert, wenn auch in Deutschland eine Frau auf der Straße erschossen wird. Und wir sehen ja an dem Fall von Tim Kretschmer, selbst wenn was passiert, gibt es keine Folgen. Es gibt keine gesellschaftliche Debatte darüber. Und das kann eigentlich nicht sein, weil jetzt schon werden Menschen krank, werden Menschen getötet und es geht uns eigentlich alle an. Ja, meine Konklusio daraus, feministischer Aktivismus ist gefährlich. Und ich würde sagen, gerade darin zeigt sich, wie notwendig er ist und wir werden nicht aufhören. Dankeschön.
Sehr schön. Vielen Dank. Ich glaube, der Applaus hat gerade sehr gut gezeigt, wie krass und wie wichtig dieses Thema doch ist. Ich weiß gar nicht, wir haben kein zweites Mikro in diesem Saal, oder? Ansonsten würde ich einfach bitten, wenn Fragen oder Kommentare im Publikum sind, irgendwie nach vorne zu kommen, dass wir da irgendwie durchaus weiter diskutieren können. Also wir haben da einfach noch ein bisschen Zeit. Ich habe gerade die ganze Zeit so ein bisschen online geguckt, ob es noch irgendwie Dinge gibt, aber da kam bisher irgendwie noch nichts Sinniges, was man irgendwie einbauen könnte. Aber wenn hier die Versammlung, also wenn ihr irgendwie noch Fragen habt oder so, dann kommt doch irgendwie nach vorne und wir können da irgendwie gerne weiter diskutieren. Und mit dem Mikro wäre halt ganz cool, weil dann kann der Stream irgendwie auch mithören und gucken, ohne ist doof. Ja, ich kann, stimmt, ich kann auch die Frage gerne wiederholen, wenn sie einfach kommt. Also wenn ihr irgendwie Fragen habt, dann nur zu. Gibt es denn irgendwie Rückfragen an Jasnas Talk? Ja, bitte? Das mit dem School-Shooting in Winnenden, dass das auch einfach so deutlich misogyn motiviert war, das hat mich total geschockt, weil man das wirklich überhaupt nirgendwo mitgekriegt hat. Deswegen wollte ich Jasna fragen, wie du das überhaupt rausgefunden hast, weil diese ganze Debatte ging ja irgendwie in eine völlig andere Richtung und also ich bin immer noch geschockt davon, ehrlich gesagt. Ich wiederhole kurz die Frage für den Stream. Es ging um den Anschlag bzw. den Amoklauf in Winden, der ja einen misogynen Hintergrund hat. Und die Frage ist, wie Jasna darauf kam. Und ich gebe jetzt einmal an Jasna. Das ist eine gute Frage. Ich habe den Sommer mit Recherche über Amokläufe verbracht. Und irgendwann bin ich auf den gestoßen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, warum. Ich habe zu Elliot Rodger recherchiert und habe irgendwie Artikel darüber schreiben wollen und Interviews dazu gegeben und habe mich dann mal auf die Suche begeben, was es denn da sonst noch für Taten in dem Zusammenhang gibt. Und mir ging es da halt genauso wie dir. Ich war gerade aus der Schule raus, als diese Tat passiert ist und ich habe das auch nur so als Schulmassaker wahrgenommen. Aber was da für ein Hintergrund dahinter steht, war mir nicht bewusst und auch diese eindeutigen Zahlen waren mir nicht bewusst. Und ja, ich glaube, selbst wenn man in die Wikipedia schaut, findet man das eigentlich, aber da schaut halt niemand nach. Danke. Gibt es weitere? Ich kann mal gucken. Es ist, glaube ich, erst noch so ein bisschen verknödelt, unser Mikro. Also wird es irgendwie einfach rausgeben können. Ich kann mein Dings hier mal ablegen. Dann können wir es auch einfach direkt rumreichen. Hoffentlich, ohne jemanden zu erwürgen. Ja, vielen Dank für deinen Talk. Was würdest du denn empfehlen für feministische Vernetzung? Also was denkst du, ist so die effektivste Methode, sich zu vernetzen und sozusagen gemeinsam schlagkräftig zu werden? Ja, die effektivste Methode, ich weiß nicht, ob es eine effektive Methode gibt. Ich würde sagen, so generell den Umgang mit Hassnachrichten, die eine persönlich bekommt, ist relativ individuell und dafür kann ich keine Strategie rausgeben, weil ich glaube, meine ist etwas spezieller und die kann ich nicht als Tipp empfehlen. Und was Vernetzung angeht, naja, solche Veranstaltungen wie diese oder andere Veranstaltungen, sich eben online und offline zusammenzufinden und gemeinsam nach Strategien zu suchen. Die Ideen, die es da gibt, würde ich jetzt hier ehrlich gesagt nicht sagen. Aber ich glaube, die Masse macht es da, dass halt viele sich zusammenfinden und wir mal schauen, wie das weitergeht. Und vor allen Dingen Vernetzung mit zum Beispiel JuristInnen, PolitikerInnen und Leuten, die an den Hebeln sitzen und da wirklich was machen könnten, weil das ist schön, dass uns das Problem bewusst ist. Aber um das in eine gesellschaftliche Debatte zu kriegen, muss das Ding breiter werden und muss es halt auch denen, die da aktiv was ändern könnten. Ich habe auch keine Ahnung von Jura, ich habe keine Ahnung, wie man so ein Gesetz ändert. Ich weiß nur, so wie es ist, ist falsch. Muss man sich halt mit den Leuten irgendwie vernetzen und zusammenkommen. Und ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg. Danke sehr. Meine Frage ist, kann man eine Faustregel feststellen, ob es Sinn macht, also Dinge öffentlich zu machen oder Hassbotschaften, was auch immer. Also macht es mehr Sinn, das öffentlich zu machen oder richtet das dann im Endeffekt mehr Schaden an? Und wie kann man das für sich selber entscheiden? Also wie kann man diese Entscheidung für sich selber treffen? Weil ich finde, das ist eine voll schwere Frage und ich finde, da hat man immer ein bisschen und bereut dann oft die Entscheidung. Und gibt es da irgendwie einen Tipp, wie man sich da diese Entscheidungsfindung erleichtern kann?
Ja, also es gibt ja Beispiele von Leuten, die das öffentlich gemacht haben. Also Anita Sarkeesian ist eine, Lori Penny, ja, und ich auch irgendwie. Und also es ist schwer zu sagen, ob das eine richtige Entscheidung ist. Das muss man halt für sich entscheiden, wie viel man aushalten kann. Du musst dir halt bewusst sein, wenn du das öffentlich machst, dann kommt da ein bisschen was auf dich zu und dann geht das Level auch erstmal höher, einfach weil du ein Problem ansprichst und aussprichst. Und das muss man sich überlegen, ob man das aushalten kann. Ich kann gut verstehen, dass das nicht jeder aushalten kann. Ein Tipp, den ich auf jeden Fall geben kann, ist, das Problem an sich nicht im Medium selbst zu besprechen. Also nicht auf Twitter über Hassnachrichten auf Twitter zu diskutieren. Das nimmt da niemand ernst, das funktioniert auch nicht, sondern das Ding da rauszunehmen und woanders hinzuschmeißen. Also sei es auf einem externen Blog oder eben im Real Life zu besprechen und da an die Leute ranzubringen. Also das bringt auf jeden Fall gar nichts, irgendwie auf Twitter mit den Leuten zu diskutieren oder versuchen, da Öffentlichkeit herzustellen, weil im Zweifel sich da eben Leute so direkt angegriffen und eingeschränkt fühlen und du hast keine gute Öffentlichkeit, die dich schützen kann, weil natürlich Öffentlichkeit auch in einer gewissen Weise Schutz mit sich bringt und Gefahren. Es ist halt, man muss es eben abwägen und es ist keine leichte Entscheidung, man macht das nicht einfach mal so spontan und es ist durchaus sinnvoll, da Rücksprache mit anderen Leuten zu führen. Eventuell jemanden zu kennen, der ein bisschen Ahnung von Jura hat, ist auch nicht schlecht, wenn man mal Rückfragen hat und ein gutes Netzwerk zu haben, was dich auffängt, worüber du sprechen kannst. Weil das Lesen und nicht drüber sprechen ist, glaube ich, das Allerschlimmste, was man machen kann. So zu tun, als ob nichts wäre, ist das, was dich am allerersten zersetzt. So wie, ich glaube, bei allen irgendwie schlimmen Gewalttaten. Danke, es waren noch Fragen hinten bei Rob. Ja, ich. Hallo. Ja, einige Newsseiten, irgendwie Zeit Online und so, haben ja jetzt auch zum Beispiel Kommentare abgeschaltet. Also, oder ich weiß jetzt nicht genau, ob das jetzt Zeit Online war. Aber auf jeden Fall ist das ja auch so ein Trend, dass jetzt Kommentarspalten abgeschaltet werden, weil das halt Überhand nahm. Und würdest du denn sowas bewerten? Also zum Beispiel auch, was macht Twitter als Firma dagegen? Was macht Facebook als Firma dagegen? Machen die überhaupt irgendwas dagegen? Oder ist es denen relativ egal? Also ich weiß, bei Urheberrechtsverletzungen sind die immer ganz fix. Ja, wie siehst du da einen Ansatzpunkt, dass vielleicht strukturell einfach diese Möglichkeit dieser Interaktivität sozusagen dann so ein bisschen zu beschränken und halt schnell Leute rauszuschmeißen? Siehst du das als Möglichkeit? Ja, also wenn es um so Medien geht wie öffentlich-rechtliche, das irgendwie auf der Seite der Tagesschau oder der Süddeutschen oder irgendwas, wo Leute im Zweifel für bezahlen, die Kommentare abgeschaltet werden oder so eingeschränkt werden, halte ich für durchaus sinnvoll, weil das kann eigentlich nicht sein, dass ich mit meinen wie nennt sich denn das, Rundfunkbeitrag, so heißt es jetzt, irgendwie bezahle, dass ich auf der Seite von der Tagesschau oder von irgendwas anderem beschimpft werde. Also so als öffentliches Medium, was so die Gesellschaft repräsentieren soll, finde ich das sinnvoll, weil eigentlich verliert man ja nichts, weil ich meine, man muss theoretisch eine extra Person dafür einstellen, die diese Kommentare moderiert. Man kann das moralisch eigentlich auch niemandem zumuten. Ich weiß nicht, wie gut die Leute da bezahlt werden. Ich glaube nicht so gut. Deswegen ist das schon irgendwie, finde ich das einen guten Schritt, vor allen Dingen auch jetzt, um die Debatte ein bisschen anzuheizen. Und was Twitter, Facebook und ähnliche Netzwerke angeht, die tun halt gar nichts. Also die haben AGBs und Community-Regeln. Und wenn du da irgendwas meldest, heißt das, das verstößt nicht gegen unsere Community-Regeln. Schöne Community habt ihr da, würde ich sagen. Aber es ist auch irgendwie klar, wenn die systematisch Leute verlieren, die machen halt Geld damit, dass da Menschen angemeldet sind. Und wenn die Accounts irgendwie blocken oder rausschmeißen, verdienen die im Zweifel weniger Kohle. Das wollen die nicht. Und dann bleibt eben die eine oder andere Frau oder anders politisch aktive Person auf der Strecke. Das, würde ich sagen, nehmen die billigend in Kauf. Also es gibt eben diese AGBs, wo drin steht, du darfst nicht, keine Ahnung, irgendwelche Nazi-Propaganda verbreiten oder so, aber es gibt trotzdem eine NPD-Seite auf Facebook. Kann man sich dann fragen, wie ernst die das wirklich meinen, und diese selbst auferlegten Regeln sind halt einfach nicht besonders wirksam. Und ja, ich weiß nicht, die einzige Möglichkeit auf Twitter ist halt derzeit blocken, das heißt, es findet immer noch statt, aber ich lese es vielleicht nicht direkt. Das kann irgendwie, es ist da hat man sich leicht mit rausgeredet. Also es ist halt die einfachste Lösung für so ein Netzwerk. Aber
die haben halt auch genauso wenig Ahnung von Gewalt, die im Netz stattfindet, obwohl das irgendwie Leute sind, die mit dem Internet arbeiten. Die haben keine Person, die dafür zuständig ist, die sich damit auseinandersetzt. Im Zweifel musst du Sachen, die auf Deutsch passieren, dann auf Englisch übersetzen und dann an irgendwelche Betreiber senden, damit die da zuständig für sind. Und dann ist es so, ja, das sind halt 2, 3 Kommentare, die sind ein bisschen komisch, den Leuten dann zu erklären, dass gleichzeitig auf 1000 anderen Kanälen von der gleichen Person was stattfindet. Ist denen nicht bewusst oder ist denen egal oder man weiß es nicht so genau, die schicken halt eine automatische Antwort und dann ist das Thema durch. Danke. Weitere Fragen, ja? Ja, zu dem Punkt, wie solche sozialen Medien ihre Nutzungsbedingungen durchsetzen, da habe ich vor kurzem einen Bericht gelesen von einem Praktikanten bei Facebook, der dafür sozusagen zuständig ist, der schrieb halt auch, wie viele Meldungen der sozusagen pro Stunde bearbeiten muss. Das geht in die Hunderte und die haben halt ihren ganz einfachen Katalog, wo dann zum Beispiel drin steht, sind auf Bildern Brüste zu sehen, dann raus. Was dann halt dazu führte, dass irgendwie diese ganzen Stillbilder eben auch geflogen sind, weil ist halt eine klare Regel, wenn es irgendwie zu Hasssprache kommt, ist es natürlich schwierig bei so einem Arbeitsaufwand, die dann irgendwie abzugrenzen von freier Meinungsäußerung und so. Also ich glaube, die Leute, die das machen, sind jetzt auch nicht die absoluten Vollprofis, die irgendwas in der Richtung mal gelernt haben, sondern die versuchen halt einfach irgendwie ihre Regeln abzuarbeiten und das möglichst schnell. Deswegen funktioniert das halt leider überhaupt nicht. Und ich habe jetzt gerade auf deinen Hinweis hin ganz kurz in der Wikipedia mal nachgeschaut. In der Deutschen steht bei diesem Bericht über den Amoklauf in Winnenden überhaupt kein Hinweis darauf, dass vor allem Frauen Opfer waren. Und auch in der Debatte wird eben nur auf die Killerspieldebatte und die Waffendebatte hingewiesen. In der englischsprachigen Wikipedia steht es mit einem Satz drin, mit einer Quellenangabe dann ausgerechnet zur Daily Mail. Also das nur nochmal als interessantes Tippbild. Danke, ich glaube, es war nur ein Kommentar. Gibt es weitere Fragen, Kommentare aus dem Publikum? Ansonsten sind wir, glaube ich, prinzipiell durch. Ich hätte selbst noch... Manu noch. Dann bitte. Ja, vielleicht ganz kurz. Ich hoffe, dass das jetzt nicht den Scope dieses Vortrags ein bisschen sprengt mit der Frage, aber Teile dieser Hate Speech finden ja in der Öffentlichkeit statt, Teile sind auch nicht öffentlich. Kurze Frage, eher wenn sozusagen, wenn man jetzt als außenstehender Dritter irgendwie sowas mitbekommt. Also gibt es irgendwas, wo du sagen kannst, grundsätzlich, wenn sowas in der Öffentlichkeit auf breiter Front, das hat man ja auch sehr, sehr häufig gesehen, dass wenn das dann brennt, dass das dann auch richtig brennt und auch wiederholt, das sind ja keine Einzelfälle, dass das passiert. Gibt es irgendwas, wo du sagen kannst, grundsätzlich auch als unbeteiligter Dritter, kann man in so einer Diskussion irgendwie zu irgendwas beitragen oder ist es im Grunde genommen so, dass man das Feuer nur größer macht? Also oder gibt es irgendwelche Verhaltensregeln oder irgendwas, wo du sagen kannst, das wäre was, was man irgendwie vielleicht machen kann? Danke. Ja, ihr stellt so schwierige Fragen. Also, was mich persönlich immer total nervt, ist, wenn ich von irgendjemand angegangen werde und dann kommen irgendwelche Ritter, die da gerne einspringen möchten und ich werde die ganze Zeit in stundenlangen Diskussionen immer noch mitgemenschent. Und das abstellen, ich lese es sowieso, also ich weiß, was da passiert, ich brauche das dann nicht noch irgendwie mitzukriegen. Der Versuch, mit diesen Leuten zu diskutieren, das muss man, glaube ich, von der einzelnen Situation abhängig machen, wie sinnvoll das ist. Was ich persönlich mir wünschen würde, ist, dass die Leute, die zum Beispiel auf Twitter irgendwie tausende Fans haben und viel über Pillefits schreiben, ab und zu schon mal ein bisschen was von ihrer Aufmerksamkeit für so politische Debatten abgeben, schon mal sagen, hier, da passieren Dinge, da könntet ihr mal hingucken, das könntet ihr mal anschauen und wahrnehmen und respektieren, dass das passiert. Das geht auch ganz gerne an die Männer, die sich selbst so als feministisch verstehen und immer wieder gerne kommen, wenn es was zu kritisieren gibt, aber nicht, wenn es Debatten gibt, die angestoßen werden oder wenn irgendwie, wenn mal wirklich irgendwo gerade die Scheiße brennt. Das wäre noch toll. Und was ich mir wünschen würde, nie irgendwo den Satz fallen lassen, beide Seiten haben doch Fehler gemacht.
Also ich habe jetzt keine Beispiele gezeigt, das ist aber ein leichtes Beispiel zu finden. Es gibt keine Rechtfertigung dafür, dass eine Frau auf Twitter gesagt bekommt, wie und auf welche Art und wie oft sie vergewaltigt werden soll. Dafür kann sie vorher gesagt haben, was auch immer sie möchte. Vielleicht wissen einige von euch, auf welchen Fall ich anspiele. Es gibt keine Rechtfertigung dafür und der Satz, beide Seiten haben Fehler gemacht, vielen Dank, Blockliste. So, das geht irgendwie gar nicht, das trägt weder zur Debatte bei, das ist Victim Blaming und das ist absolut unmöglich, sondern da dafür einstehen, dass solche Dinge nicht passieren dürfen und da, da dahinter stehen, da Support leisten, doch gerne mal eine E-Mail oder irgendwie eine andere private Nachricht schreiben und die Person, die gerade unter Feuer steht, mal persönlich fragen, was sie denn gerne am liebsten hätte, wie man ihr helfen kann, was man machen kann und da aktiv Hilfe zur Verfügung zu stellen. Das ist immer besser, als selbst irgendwie proaktiv irgendwelche Mauern einzureißen oder irgendwelche Diskussionen noch zu befeuern oder auszulösen. Es ist immer am einfachsten, die Person persönlich zu fragen, so ist es okay, wenn ich da jetzt was zu sage oder wenn ich dich da Menschen oder wenn ich mich mit dem auseinandersetze, ich kenne den, ich gehe mit dem Kaffee trinken, ich kümmere mich drum. Ist nett, wenn man vorher fragt. Ist auch nett, wenn man in der Öffentlichkeit über Geschichten, die passiert sind, nachher diskutiert, Blog-Einträge schreibt oder Podcasts aufnimmt. Finde ich es auch immer nett, vorher gefragt zu werden, bevor da erzählt wird, falls die Person zufällig anwesend war bei einem Zusammenbruch oder ähnlichem. Ich würde gerne so Sätze wie, ich habe so viele Tränen gesehen, nicht mehr über mich hören, ohne vorher gefragt zu werden. Das ist eine Non-Menschen. Und so weiter. Also vorher fragen ist immer gut und schon mal ein bisschen Aufmerksamkeit teilen und auch wirklich aktiv feministisch was tun und nicht immer nur sagen und immer nur derailen und immer nur die Diskussion auf sich selber leiten, sondern auch schon mal was abgeben. Und im Zweifel heißt was abgeben, auch schon mal den Mund halten, aber da kommt es auf den Fall an. Danke. Gibt es noch weitere Fragen aus dem Publikum? Ansonsten ist es nicht der Fall. Dann danke ich dir, liebe Jasna, nochmal ganz, ganz lieb für den Vortrag. Und dann gehen wir jetzt in die Mittagspause. Und